Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben. Leidensfähiger sind, oder was meinen Sie? Naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, was jeder für sich individuell gestaltet, sondern das Leben kann halt einfach auch mit dem Tod recht früh enden. Ich meine, Russland hat zum Beispiel auch eine relativ niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass da Menschen sterben. Ne? Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen.